So, wir müssen hier raus. Gott, der Controller hat aufgehört zu vibrieren. Wunderbar. Oh mon Dieu. Naja, wie kommen wir hier raus? Sind wir ganz oben oder wo sind wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Oh, oh. Oh je. So that's a mana beast? It looks like Flammy. Oh. Well, I guess Flammy and his kind are mana beasts themselves. Come on! We gotta hurry before that great mana beast destroys any more than it already has. Uh-oh. Come on, bro! Do it! I can't! Oh, Wendy. I just can't hurt the mana beast. Do you understand what will happen if I destroy it? Only that beast can bring mana back to the world. Without it, mana will cease to exist. And that means... Without any mana, sprites will disappear. You'll disappear. What? I'm right, aren't I? How can you ask me to do this? Oh, come on. It's not like I'm gonna die or anything. My world of sprites and elementals will just be separated from this one. It means I won't see you again. Look, if we don't stop the mana beast, your world is finished, right? Don't worry about sprites. Plants, animals, people, and sprites won't stand a chance with the mana beast out there, got it? You wield the mana sword. It's your job to save the world. You can't run away from this. You promised your mother. Remember the mana tree? Don't worry. It'll be okay. Das Schweigen im Walde. If you're sure. Duh. Weren't you listening? Let's get going. Die mit dem Bikini, ey. Mann, Mann, Mann. Okay. Ja, auf in die Schlacht, würde ich denken. Oh Mann. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weg. Wir gehen Take weg. Take up the sword. Nimm das Schwert. We'll cast our mana magic on it. Then the true mana sword will appear. Tja, dann Randy. Okay, jetzt ist Randys große Stunde gekommen. Mal gucken, ob diesmal sinnvoller ist als sonst. Oh, oh. Oha, so. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier, guck mal da. Aufzaubern. Ja, ja. Beide draufzaubern, genau, aufladen. Mana Power! Ah, jetzt bin ich schon wieder Randy. Oh, jetzt bin ich Randy. Da müssen wir wechseln. Jetzt. Nee, ich komme nicht in mein Menü. Ich komme nur in das von Prim und von. Nee, was hast du denn für einen Charakter gerade? Nee, ich hab Popoi. Jetzt, probier jetzt mal. Nee, geht schon wieder nicht. Ich hasse es. Das war die ganze Zeit nicht. Aber jetzt? Nee. Dann schalt doch. Ich kann ja hier nicht umschalten. Da steht zwar immer Ringmenü, der Mitstreiter wechseln, aber das ist ja nur. Ja, dann lass mich immer bitte. Warte mal kurz. Nee, jetzt? Nee. Das läuft ja. Okay. Naja, so viel dazu. Ich komme nicht in mein Menü. Ja, lass mich erstmal kurz heilen. Ja. Ja, du bist gerade Randy. Hm. Das ist ja wieder richtig großartig hier. Ja, mal, was ist denn hier? Jetzt kann ich auch nicht mehr wechseln. Hallo, was ist denn hier los? Also ich bin jetzt auf jeden Fall... Ich bin tot. Ja, das ist natürlich bitter. Wie soll man das machen? Okay, also ich bin jetzt auf jeden Fall die richtige Person. Let's go, Dryad! Revivifier! So. Komm ich jetzt wieder... Warte mal, ich mach nochmal ganz kurz Teile. Ja, ja, mach mal. Und ich habe schon gedacht, das Problem wäre halbwegs gelöst. Das Alter, dieser Controller hier. Ich glaube, das liegt aber eher im Spiel und nicht im Controller. Ja. Nee, ich komme nur bei Randy ins Menü. Ich komme nicht mehr auf Prims Zauber. Ja, dann mach du, nimm du mal Randy jetzt. Ja, probier du mal. Okay. Ja, das ist schön. Mana, we need you. So.
Und jetzt muss Randy dann irgendwo raufhauen? Takes more than that. Ja. Also kann durchaus sein, dass wir vorher nochmal... Ach man, ich hasse es. Aber pass mal auf. Mana Power. So. Also wir... Takes more than that. Jetzt ist es aktiv. Okay. Ja, das mit Kontrolle durchschalten ist ein bisschen blöd. Suboptimal, wie man so schön sagt. Mana-Schwert wiederhergestellt. So. So, ich würde sagen, da gibt es jetzt mal richtig auf Mütze, aber so richtig. Das kann ich nicht. Willst du Randy spielen? Ich würde gerne einfach erstmal heilen. Du bist im falschen. Ja, ich bin schon im richtigen, aber hier siehst du, ich bin Trim, aber ich kann nicht wechseln. Jetzt kann ich wechseln, obwohl ich hier. Nee. Ja, jetzt bist du Popoi. Ja. Es ist verbuggt, es ist ein Albtraum. Und das hier im letzten Kampf. Also wirklich. So, Randy. Ich weiß halt nicht, wie wir das am besten. Warte mal, wir müssen auf jeden Fall. Also, wir könnten es kontern, theoretisch. Let's go, Triad! Dann reicht das noch? Komm. Das hat nicht gereicht. Mhm. Und das Schlimme ist, jetzt haben wir den Konter drauf und wir können. Komm, dann essen wir mal Schokolade und Bonbons. Ja. Dafür haben wir das. Aber jetzt muss ich schon noch aufhauen. Wenn der irgendwo mal hier rankommt. Mhm. Komm her! Guck mal. Ich lade mal auf. Ja, ich fütter dich mal. Dankeschön. Mit Schoki. Nom nom. Thanks. So, 54, lad. Ja, aber das Problem ist, es ist schon abgeklungen. Also, es ist echt eine Katastrophe. Ja, ich mache echt nur Schaden. Scheiße. So, pass auf. Ich gebe dir jetzt den Zauber. Ich habe keinen Mana mehr gleich. So, ist es jetzt wieder aufgeladen? Komplett? Ich muss beide Zauber gleichzeitig wirken. Mhm. Geht noch nicht. Jetzt, warte, Runde. Du hast keinen Mana mehr? Nee, doch. Das ist... Doch, Prim hat keinen Mana mehr. Ja. Das ist gar nicht so einfach hier mit dem Hin- und Herschalten. Ja, wenn es so verrückt ist. Ja, Mana-Schwert aktiviert. Ja, und jetzt muss der blöde Drache wiederkommen. Oh, ich hasse das mit dem Hin- und Herschalten. Komm her! Will dich kaputt machen. Dober Drache. Ich glaube, wir müssen buffen, wenn der da hinten rumturnt. Ja, dass man einfach, wenn er wieder vorne ist, zweimal zuhauen kann oder so. Mm, genau, das ist der Plan. Achso, Moment, ich brauche erstmal ganz kurz eine Nuss. Das Nüsschen. Thanks. Okay, jetzt kommt der Zauber, dann versuche ich mal zu buffen. Mhm. Also wenn es geht, weiß ich nicht, ob man das jetzt draufzaubern kann, wenn es noch aktiv ist. Mana Power. Okay, so, dann haben wir das gleich noch drauf. Der Zauber auf Randy ist abgeflogen. Naja, ist alles in Ordnung. Takes more than that. So. Okay, so, jetzt kriegst du die anderen noch drauf, dann kommt der vorgeflogen, dann haust du mal richtig ein auf die 12. Jo. Ich lade dich mal auf. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Oh, jetzt. Ja. Ist leider noch nicht bei 100%. Das macht nichts. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Null Schaden. Ja, Randy ist tot. Warum? Weil Randy tot ist. Ja, warum ist er tot? Was ist denn da passiert? Ach Gott, ey. Also dieser Plan, der hat hervorragend funktioniert. Welcher Plan? Ja, warum? Woran ist er denn gerade gestorben? Keine Ahnung. Auf einmal war er weg. So, Randy. Alter, was... Also... Alter, dieser... Ich hasse es. Aber ich glaube wirklich, dass es ein Spielproblem ist. Ja, ich glaube auch. Und Randy ist schon wieder tot. Das läuft hier nicht so. Kannst du mal einen Kelch nehmen oder so? Ja, na klar. Achso, dann musst du ja machen. Du kannst auch einen Kelch nehmen. Nee, stimmt, kann ich. Kann ich. Alles gut. Ein Kelch. Für Randy. Mhm. Und noch ein Bonbon oder eine Schoki? Ein Gelee Royal. Ein Gelee Royal. So, wo ist denn das? Er muss wahrscheinlich noch warten, weil er lebt ja noch nicht. Stimmt. Thanks. Jetzt. Ach nee, ist schon voll geil. Cool. Ja, super. So. Okay, Versuch Nummer 2, liebe Leute. Versuch Nummer 2. Die Frage ist, wie oft müssen wir auf dieses Ding hauen? Mana Power! Ich meine, als wir vorhin getroffen haben, haben wir ja kaum Schaden gemacht. Achso, du bist Randy. Take more than that. So. Du musst jetzt zaubern. Ja, ach Mann, ich habe gerade Randy gewechselt. Ja, dann wechsel doch gleich nochmal. Nee, ist. Okay, warte mal. So, der hier. Ja. Geheim.
Randy. Mana, we need you! Es läuft noch nicht so gut. Ich finde das ein bisschen verwirrend und undurchsichtig. Es ist nicht undurchsichtig. So, du kriegst jetzt den Zauber. Ja. Und jetzt gib ihm. Ich habe nur einmal aufgehauen bisher. Oh, Randy, Mann, nicht immer im Dreck liegen. Null Schaden. Ja, nicht die ganze Zeit zuhauen, du musst mal aufladen. Ja, genau. Ja. Komm. Aber jetzt ist abgeklungen. Ja. Dann bereiten wir uns vor auf den. Gut, dann aber jetzt kann ich auch wieder Popoi nehmen. Ja. Wer weiß, was das war. Okay. Das war gutes Timing gerade. Der hat nämlich gerade schön vorbeigesammelt. Warum kann ich hier noch nicht buffen? Ich weiß nicht. Ah, jetzt. So, komm her. Das ist wieder aufgeladen. So, okay. Mana-Schwert reaktiviert. Lad schon mal auf. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder umgeworfen. Dann ist es eh wieder hinfällig. Ich hoffe... Nee, das war, glaube ich, zu früh. Kann das sein? Aua. Aber ich lade noch. Ah, perfekt getimed. So, jetzt kommt vor. Aua. Alles okay, ich lade alles okay. Weiter. Oh, jetzt richtig... richtig gut. Okay, ist okay, ist okay, ist okay. Besser als nichts. Wir haben doch gar nicht analysiert, wie viel... Ach, egal. 10.000 Lebenspunkte oder... Keine Ahnung. Uiuiui. Der Zauber ist abgeklungen. Okay. Ich kann ja mal für die Depression hier, kann ich ja mal kurz analysieren. Ja, bitte, danke. So, ich zauber schon mal wieder mein Dings drauf. Mana, we need you! Analyzer! Hat Magie abgewehrt. Okay, kann man nicht analysieren. 567? Nee, das ist so, einer von uns. Hier. So, mein Zauber ist schon drauf mit Popoi. Ja, alles okay. Thanks. Ah, der Zauber ist schon wieder abgeklungen? Ja. Wie gesagt, müssen wir gleich nochmal draufzaubern, das ist kein Problem. Dann mach ich das auch nochmal. Ja, du musst warten, bis fertig ist. Ach so. Ja, jetzt kann ich doch schon mal anfangen, oder? Nee, es reicht noch nicht. Jetzt. Mana, we need you. Okay. So, Randy, wir laden schon mal wieder auf. Oh, er hat den Feuerball geschmissen, das Timing wieder perfekt machen hier quasi. Den kann man halt nur nicht aus dem Weg gehen, ey. Take more than that. Thanks. Ja, schön. Schön laden, Stufe 2. Takes more than that. Jetzt hau ich ihm richtig einen auf die 12. Ja, warte. Komm. Take that. Oh, schon wieder nicht mehr geworden. Du kriegst nur einen Angriff damit hin? Was zum Henker? Ja. Wie lange sollen wir denn kämpfen? Wie, na, ewig. Also, nö. Kann's vergessen. Können wir wieder hier switchen. Mana, we need you. Try to stop me. Vorsicht. Ich mache uns mal Heile. Das ja, ist, bitte. Glaub ich, und dann musst du deinen Zauber noch drauf wirken. Oder habe ich das zu früh gemacht jetzt schon? Nee. War alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Thanks. Takes more than that. Healing power of Undine. Cure water. Na, wir rüsten uns gleich nochmal aus. Nochmal neu machen quasi einen Buff. Mhm. Damit der auch wirklich voll aktiv ist. Ja. Ich weiß halt nicht, ob der dann vielleicht schon abklingt, während wir hier noch rumstehen. Das weiß ich halt auch nicht. Ich warte mal kurz. So. Ups. Hier ob da was passiert? Ja doch. Randy hat schon geleuchtet. Echt? Ja. Gar nicht gesehen. Ich hoffe, wir haben noch genügend Walnüsse, weil ich brauche nicht gleich Mana. So, jetzt komm her, du Blöder. Takes more than that. Ich nehme mal kurz eine Nuss, ja? Das ist gute Studentenfutter. Jawohl. Take that. Komm, jetzt hier. Oh, guck mal. Das wird ein Crit. Das wird ein Crit, so wie er hochspringt. Jawohl, komm. Komm, Randy. Komm, gib's ihm auf die 12. Jawohl. 95. Randy, das darfst du nochmal. Und das war wieder nur ein Schlag. Thanks. Mehr geht schon wieder nicht. Okay.
Ist ja ätzend. Aber das war ein schöner Angriff, hat Randy richtig gut gemacht. Ja. Hat ja Ewigkeiten trainiert, komm jetzt. Hau ab hier, du komisches Ding. So, dann. So. Ich mache uns Heile. Du kannst buffen. Ja. Ja, es läuft doch jetzt geschmeidig. Jetzt haben wir es raus. Ganz geschmeidig. Jetzt haben wir es raus. Ja, ja, das stimmt. Wir wissen jetzt, wie es läuft. Aber das ist am Anfang wirklich ein bisschen friggelig. Ja, es muss halt gut getimed sein. Ist halt blöd. So, Randy. Ja. Nana Power! Schnell wieder aufladen. Das war natürlich geil. Jedes Mal so ein Crit wäre schön. Dann haben wir wenigstens überhaupt eine Chance, hier mal voranzukommen. Ich bin gerade überlegen, ob man irgendwie nicht noch einen Schutzzauber oder sowas buffen kann, oder? Barriere der Reinheit oder was? Obwohl, ich glaube, Barriere der Reinheit war ja... komme ich nicht mehr zurück? Doch, so. Warte mal kurz. Barriere der Reinheit hatte doch irgendwie... Was stand denn da? Hühnerschuh? Nee, warte mal, wo war denn die? Hier? Ja, schon wieder liegt da. Schützt vor einer bestimmten Anzahl von Waffenattacken. Ja, ist das eine Waffenattacke? Nee. Magie. So, Stufe 1. Nee, das ist schon in Ordnung, dass das passiert. Alter. So, Stufe 2, Stufe 3. Er kommt. Ey! Das könnte cool. Ein gutes Timing, ne? Und? Och. Und wieder nur ein beschissener Schlag. Du musst aufladen, du musst auf 100% warten. Nein, ja. Du hast zu viel gedrückt. Naja, das hast du versemmelt. Das hat aber vorher auch nicht geklappt. Der hätte ja wenigstens einen Schaden machen können. Takes more than that. Ich glaube, das ist einfach sofort abgeklungen dann. Nee, es war noch aktiv. Hab ich ja gesehen extra. Mana Power. So. Dann zauber ich auch schon mal wieder drauf. Ah. Ist noch aktiv. Also bist du nicht aktiv, aber du musst kurz warten. Oh oh, Randy. Komm, bevor ich jetzt heile, mach ich dir mal hier den Chili Royale über den Kopf streuen. Draufstreuen. Sehr schön. Thanks. Okay, jetzt ganze Waffen. Ja. Mann, liebe Leute, das ist ja in Action. Uiuiui. So, Randy. So, schön aufladen. 2. Drei. Wir sind schon bei Stufe 3, 4, 5. Komm, beim nächsten Mal machen wir wieder einen Crit. So, ich hoffe mal, dass das jetzt wieder gut vom Timing passt. Ich hoffe auch. Weil sonst ist Randy vielleicht tot. Ach nee, Popoy ist das. Nein, das wäre auch nicht dramatisch. Oh, höher als 5 geht's gar nicht. Aha, guckt euch das an. Sehr gut, was hast du jetzt immer genommen? Take that! Yeah. So, ich lade auf. Nee, jetzt ist abgeklungen. Also es war zu früh. Dann warten wir noch kurz. Stirb! Kritisch getroffen für 0 Schaden. Komm. So, draufzaubern. Nee. Also auf Randy? Noch nicht, ne? Erst wenn er wegfliegt. Ja. Jetzt. So. Mana, we need to. Takes more than that. Ja, ich glaube, Randy hat die Waffenstufe nicht hoch genug gelevelt, deswegen... Ja. Machen wir nicht so viel Schaden. Das ist der very Problem. Nana Power. Wir müssen es halt so hinbekommen. Hilft ja alles nicht. So, 1. Es geht wieder voran. Aua. Das ist aber ganz schön eng. Da hat er aber richtig gesessen, dann mache ich da mal kurz Heile hier. Jo. So, kommt da jetzt ran? Your water. Sehr schön. Das ist schon ein bisschen cheatig, oder? So. Take that. So, ich lade. Ja, ist noch aktiv. Ist noch aktiv. Ja, ja wir haben nochmal einen Schaden gemacht. Aua. Okay, ist abgeklungen. Ja, also 2 Hits sind möglich. Allerdings machen wir dadurch dann nur 700 water. Und ein bisschen Schaden. Ja, aber das ist in Ordnung. Takes more than that. Randy. So. Takes more than that. Ja, mich würde echt mal nur sehen, wie viele Lebenspunkte der hat, ganz ehrlich. So, du darfst erst buffen, ich mach uns weiter. Was würde mich auch interessieren? Mana, we need you. Bestimmt 10.000 oder so. Ja. Wie viel haben wir jetzt dann gemacht? 2.000? 3.000? Nee, ein bisschen mehr haben wir schon. Mal wie viel, keine Ahnung, vielleicht 4.000 oder so. Wir hatten allein schon den Crit, hatten wir ja schon. Ja.
mit 99. 1000 stimmt. Ah, das sitzt immer ganz schön, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie abwehren kann. Weil Kontermagie hat ja nicht funktioniert. Schutzsommer vielleicht. Das hat diesmal nicht so geklappt. Naja, war schon ein bisschen zu spät. 620. Ist schon wieder abgeflogen. Ah, oh, verdammt. Pass mal auf, wir testen das jetzt einfach mal. Wir buffen gleich neu. Ja. Mal gucken, ob das dann auch funktioniert. Nee, muss warten. Achso. Jetzt. Take more than that. Ui, zum Glück haben wir auf jeden Fall alles hier noch gekauft und hochgelevelt. Bis auf die Waffenskills, klar. Pure water. Aua. Takes more than that. Thanks. Takes more than that. Hey, das klingt bestimmt ab, bevor der wieder da ist. Wir warten mal, wir gucken mal an. Ja. Ich warte mal. Thanks. Protect us, Gnome! Defender! Werden wir diese Herausforderung bestehen? Nein, ist abgeklungen! Wir müssen neu buffen. Ja. Takes more than that! Aber es ist trotzdem vom Timing her, glaube ich, besser, wenn wir das so machen. Ja. Zu spät meinst du. Mhm. Nee, kannst schon. Ich habe erstmal geheilt. Mana, we need your water! So. Und jetzt haben wir nämlich, glaube ich, das perfekte Timing. Wir werden sehen. Aber es ist nicht aufgeladen. Nee, eben. Ging ja noch nicht. So, wenigstens einer. Komm. Zwei. Einen dritten Hit kriegen wir noch. Aua. Drei. Warum zaubert er denn bitte immer schön auf Dings hier, auf Randy? Weiß nicht. Uh-oh. Okay, also wir machen dann auch nur 700 Schaden. Das nimmt sich eigentlich nichts. Ist halt die Frage, ob ich den auch noch treffen kann, wenn der so blöde rumfliegt, weißt du? Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. So, wir warten jetzt noch mal kurz ein bisschen, ne? Also nach, ich würde sagen, nachdem er vielleicht das erste Mal gezaubert hat? Na, ich... Oder ja. Willst du jetzt schon? Nee, ja... Keine Ahnung. Also wenn er anfängt. So. Mana, we need Weil dann kann ich mich jetzt schon anfangen mit dem Aufladen. Mhm. Du kannst jetzt den Zauber schon mit drauf. Ja, ich muss ja mal heilen jetzt so. Ah, ja. Aber dass ich wenigstens über Stufe 1 komme. Ja, das ist ja in Ordnung. Das ist schon ein bisschen cheatig. Ja, aber es wird's machen. Aber es ist ein gutes Timing. Ich glaube, es ist so geplant. So. Hat er noch gezählt? Nee. Nee, leider nicht. Und komm noch einmal. Ja, es war auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Komm, ich hau noch mal, weil der will jetzt weg. Aua. Naja. Ja, kannst noch mal. Jawohl, hey, das war ein richtig guter Treffer. Echt in Ordnung. Ich hab den Bosskampf damals gar nicht so lange in Erinnerung. Der war bestimmt auch gar nicht so lang. Oh, okay. Also merken wir uns, wenn er anfängt mit dem Feuer, sind wir eigentlich ganz gut dabei. Wie ist es einfach nur zum Buffen da? Buff, Bitches. So, komm jetzt. Okay, passt. Mana, we need you! So, Randy, schön aufladen. Boom, Junge. Aha. Okay. Oh, heile machen. Ah, das ist echt immer gut. So, dann. Genau. Gib mir deinen Zauber. Mana Power. Take that. Was? Das war noch nicht. Ah, scheiße. Aber warte mal. Nee. Das hast du verkackt. Fuck. Einmal. Das hast du richtig versemmelt. Ja, hab ich. Zweimal. Komm, drittes Mal krieg ich noch. Hey! Oh, hey! Er ist tot! Er ist kaputt! Er ist down! Der hat ganz viele Herzen. Ja! Oh, wie süß! Oh, mal gucken, was jetzt hier kommt. Einmal die Welt.
What? No! Papa, you're gone. We couldn't even say goodbye. Not them too. I'll never forget you. Ever. Me neither. Or Dylok. We have to be strong, like they were. We have to survive. The Mana Beast is turning into Snow. Lieber so als anders. Hauptsache, ich stehe da im Bikini. Eisbaden. Aber hallo. Oh. Und damit endet dann wohl auch Secret of Mana, das Remake. Das war ja wirklich ein echter Krampf mit dem letzten Kampf. Das reimt sich. Hallo, das lief total super. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte irgendwie das Ende anders in Erinnerung. Hm. Da fehlt doch noch was. Vielleicht kommt ja jetzt noch was. Ach, nee. Nein. Da kommt nichts mehr. Krass. Dann sind wir wohl durch. Oder also es ist jetzt natürlich noch so ein Abspann, ne? Ja. Und Popoy ist weg. Ja, das ist wirklich traurig. Ich hatte echt noch in Erinnerung, dass sie irgendwie wiederkommt. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist schon 100 Jahre her, wirklich. Also ja. Ich habe das damals in den 90ern gespielt, das Spiel. Und das ist, also, da täuscht mich wahrscheinlich auch meine Erinnerung. Aber naja, wir haben zumindest jetzt schon mal das Mana Beast besiegt, auch wenn das jetzt am Ende ein bisschen gedauert hat. Es war etwas haarig. Ich meine, wie das Prinzip funktioniert hat, war klar, aber irgendwie das Timing war halt nicht perfekt. Aber wie gesagt, wir haben es ja geschafft. War auch nicht das Thema. Wir kriegen schließlich alles hin. Hallo. Aber wirklich. Auch so ein Mana Beast. Guck mal, und Prim und Randy rennen jetzt hier durch die Welt und berichten allen von ihren Taten. Mhm. Da stand wieder das kleine Enton. Ja, das Enton. Übrigens, was mir auch so aufgefallen ist hier gerade bei der Endsequenz, dass der Tigerkopf, den Prim da irgendwie auf im Haar hat, hier auf dem Haarreifen, der sieht aus wie das von Overwatch hier von Soul Dynasty. Der Echt? Tiger. Das ist wohl. So ähnlich, ja. Ja, habt das selber vielleicht auch schon bemerkt. Habt dann nur nicht kommentiert. Ach, guck mal. Und bald ist Weihnachten. Leute, in einem halben Jahr ist Weihnachten vorbei. Ja, wir haben im Prinzip jetzt schon den Grundstein gelegt. Weihnachten, also wir können jetzt direkt in die Weihnachtsstimmung übergehen. Genau. Die Weihnachtsmänner kommen demnächst ins Regal. Ne? Also, ihr wisst ja schon mal Bescheid. Die Lebkuchen auch. Es also, wer es vermisst haben sollte, es ist wieder. Nächste Woche soweit. Oh, jetzt bin ich ja gespannt, was die hier noch so ein bisschen zeigen. Hallo, Pilzkönigreich. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir es gespielt haben, denn wie gesagt, es war eine schöne Erinnerung an damals noch, auch wenn natürlich einige Sachen ein bisschen anders waren, aber insgesamt, gut, hat ein bisschen gedauert, dass wir jetzt durchgekommen sind, aber naja, was soll's. Manchmal dauern Wunder halt eben länger. Genau. Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen, zumal ich ja das Original Secret of Mana nie durchgespielt habe. Ich habe es mehrmals angefangen. Asche über dein Haupt. Ja, Asche über mein Haupt, sogar mit Mario damals schon, aber ja, wir haben es halt nie zu Ende gespielt. Es war ein bisschen schade. Und dann kam das Remake und das war dann der Grund, um zu sagen, jetzt erst recht. Mhm. Guck mal, Kanone. Und der Kanonenmensch. Oder seine ganzen Brüder. Ja, seine Buddies. Hey, Bro. Ja, die waren zu oft pumpen. Siehst du ja am Oberarm. Mhm. Sieht aber nicht hallo. Gesund aus. Das springt hier alles. Und Berti ist auch da, Mensch. Ja, der möchte endlich mal wieder was schmieden. Jetzt ist er ganz eingeschnappt. Wir bringen keine Orbs. Das geht so nicht. Ja, also Heldentaten werden nicht mehr gebraucht. Ne? Ja, also das stimmt. Es ist leider schade, dass es nie ein Remake dazu gab. Also ein Remake im Sinne von, nein, Remake ist falsch, ein Remake gab es ja. Ein Sequel oder sowas. Ach so. Ein zweiten Teil. Was danach geschah. Und Ruffy ist auch da. Oh ja, alle da. Ich bin wirklich gespannt, ob hier nach dem Abspann noch was kommt. Mhm. Das ist im Prinzip jetzt so wie im Kino. Man bleibt extra lange sitzen, ja, damit man noch diese 10 Sekunden, die ab und zu mal kommen, als Spoiler für den nächsten Teil oder sonstiges,
dass man ihn dann mitbekommt. Es wäre schade, wenn nicht. Oftmals kommt nichts, aber meistens ist es halt so, dass er irgendwie noch was kommt. Außerdem wart ihr jetzt ja so lange dabei, dann können wir das ja auch bis zum Ende durchziehen. Nicht wahr? Ich möchte mal wissen, was die beiden da erzählen. Sie tuscheln. Sie tuscheln. Oh, der Randy haut ab. Prim bleibt, Randy haut ab. Randy ist auf dem Weg zum Wassertempel. Mhm. Da werden auch wieder Geheimnisse ausgetauscht. Ja, der sucht jetzt erstmal eine Frau. Erstmal nach den Heldentaten hier. Erst mal echt mal jetzt. Also jetzt kann er alle haben. Als Held kann man alle haben. Ich bin ja gespannt. Auch die Jungs kann man haben. Auch die Jungs kann man haben, wollte ich sagen. Auf wen die Wahl fällt, ich bin gespannt. Jetzt fände ich aber eigentlich noch so ein paar Sprechblasen ganz nett. Einfach, dass man so ein bisschen weiß, was die hier besprechen. Und wenn dann nur steht, hey, wir haben es geschafft, die Mana-Bestie ist besiegt. Kommt jetzt noch was? Nein. Hey, noch ein Abspann. Na gut, ich glaube, es wird nichts mehr kommen. Ne? Wir lassen es einfach mal hier durchdüdeln. Genau. Der Fairness halber, denn schließlich haben die ganzen Leute, die ja dran mitgearbeitet haben, auch ein bisschen Anerkennung verdient, logischerweise. Und deswegen ist ein kleiner Credit hier sozusagen mal fällig. Und wir sagen schon mal danke fürs Reinschauen. Auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass ihr dann beim nächsten Projekt, welches auch immer das sein wird, wieder mit dabei seid. Es dauert ja wieder ein halbes Jahr oder so. Ihr kennt das ja schon von uns. Hoffentlich. Von daher. Goodie. Also dann, ihr Lieben, macht's gut und vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.
Tja, und wer von euch jetzt bis zum Schluss dran geblieben ist, der hat genau das jetzt auch noch gesehen. Oh, die Kleine, wie sie guckt, zu ihren Freunden. Das wäre ja auch wirklich... Zu ihren Lakaien. Ja, das wäre ja auch wirklich traurig, wenn sie eigentlich gar nicht da wäre. Die süße Popoi. Also dann, ihr Lieben, wir verabschieden uns von diesem doch sehr schönen Let's Play und wünschen euch viel Spaß bei allen anderen Projekten, die ihr noch so von uns schauen werdet. Na, aber hallo. Bis dann. Tschüss.